Seid ihr bereit für ein 1v1? Das erste von Best of 5 gegen Maxi. Car Unsight, komplett blank. Dean als Kommentator im Gouche. Let's go. Ich glaube, es wird echt spannend, ja. Team Deathmatch. Enemy incoming. Weapons ready. Nico sieht sich die Sache schön an. Der erste jetzt sitzt von Nico. Das hast du mal schon geschluckt. Und der erste Schuss geht an Nico. Verdient! Nico ist sich unsicher, aber Schuss hittet, beide Hitmarker. Knapp ist Ding. Wo war? Hä? Nächster Schuss an Maxi. Ich war komplett in der Deckung. Okay. Guter Schuss an Maxi an der Stelle. Bro, das war. Was? Der Spawn! Wir gehen an Nico. Nico auch knapp gespawnt. Zieht rum, er hat Maxi gesehen. Nico hält sich bedeckt. Er hat ihn gesehen, Hat er nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Schuss an Maxi. Da oben war. Hey! Moin! Schöner Hit von Nico. Nico zieht rum. Ah, ich sehe null. Oh, sie haben es nicht gesehen. Noch einmal gesehen. Oha! Boys on fire. Schöne Schüsse von Nico hier. Und Nico hat ihn wieder gesehen. Maxi trifft gerade nicht viel. Mm-mm. Maxi trifft gar nichts. Trifft gar nichts. Du spielst gerade sehr, sehr intelligent. Gesehen, gesehen. Aber Schönheit von Nico. Und oh mein Gott, auch Nico absolut Maxi in Dabei-Hand jetzt auf der Facecam. Holy shit. Was? Dass du mich da geholt hast, ist frech. Ich hab auch so ein Dings wieder gerückt vorhin. Ist der geisteskrank. Hat der Maxi gesehen? Pfeifert? Nein, wie ist der nicht drauf, Bro? Pfeifert. Und noch ein schönes Ding. Ich treff nix. Hit von Maxi. Ja! Was ist denn hier los? Ich treff nix, Junge! Nein! Was? Was? This guy is cheating. Oh, schöne Hilfe, Maxi. This guy is cheating, guys. Ist die Killstreak gebrochen? Sehen Sie es. Und erst Runde geht an Nico. Eins gegen Maxi. Team Deathmatch. Ich hab irgendwas ganz, ganz Falsches gedrückt. Bei mir piept's nur noch. Hm. Yo, der Spawn! Ich seh nur eure Pfeile von oben. Und es piept.
GG's. GG's. Wie er da liegt, Bro. Also jeder, der jetzt schreibt Camp, hat einfach keine Ahnung von 1v1. Ah, jetzt weg. Aber bei beiden schönen Aim on Point. Maxim Headglitch, Nico Bauch. Nico sehr, sehr weak. Ey, so ein Hund, Digga, wie er spielt. Sehr, sehr gute Taktik. Krass. Maxi holt das Ding. Entschaben müssen wir. Beide sehr, sehr energisch. Sie wissen nicht, wo sie sind. Schöne Hits von Nico. Maxi auch schöne Hits. Maxi sehr, sehr low. Schöner Busch, aber Maxi holt's. Schöner Jump-Up-Shot von Maxi. Sehr, sehr schön. Ey, Digga, wer kifft hier? Holy shit. Ich hab's nicht gesehen. Beide schöne Hits, aber Maxi im Head. Kann ich nicht gewinnen mit MP7. Ich hab's nicht gesehen. Bei Maxi, die sitzen gerade einfach zu sehr. Die sitzen. Schön von Nico. Sehr, sehr schön. Hat ihn gesehen. Schön im Hackglitch. Schöne Hits von beiden. Max, du holst das Ding. Nico, da musst du früher aufstehen. Ah, so weird piece, ja. Hat ihn gesehen. Schön. Er hat ihn nicht gesehen. Ach, der wäre rechts. Ich hab nicht geguckt. Schöne Hits von beiden, sehr, sehr schön. Schöne Hits von Maxi. Nico, sehr, sehr weak, sehr, sehr weak. Und Maxi pusht! Keine Chance. Zweite Runde. Easy break, easy day. Geht am Max. Team Deathmatch. Here they come. Attack. Das ist eine sehr, sehr offene Map. Hier, Maxi orientiert sich erstmal. Bro, ist die... Ah, ja, okay. Also, der Shot war crazy. Oh, das ging daneben. Beide auf. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Als ob du mich gesehen hast. Ja, dachte er. Also Nikon meldet mich im Nico meldet mich im Snipe, Jungs. Nächste Runde mach ich, das kann ja. Ich hab keine Chance. Ich hab keine Chance, Jungs! Hä? Ja, momentan einseitige Spiele von Nico. Und da holt er ihn mit den Jumpshot. Unten ey, und da kommt der Schuss. Also wirklich, Miesen, du bist echt der beste Kommentator, den ich jemals. Ich dachte, Dean kommentiert mit. Nein, nein, sonst ist zu viel. Ah, warum? Du guckst auf Nikos Cam, ich auf Maxi. Oh, ich hab dich gesehen. Dein Kommendinger.
Bro, es ist zu krank. Ich kann da nicht mithalten. Nee. Also im Snipen. Geistkrank. Ich kann da. Also so auf die Close gar nicht mithalten. Da pusht sich Maxi an. Danke für den Tipp. Dachte Nico, es wäre ein Tipp, war es aber eigentlich gar nicht. Nein! Keine Ahnung, was hier gerade passiert hatte, aber das ging klar. Ich wollte ihn no-scopen. Jeez. Also liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Sonntags PK Club. Gespielt wird hier auf Shipment. Nico gegen Maxi. Beide sind absolut heiß. Es geht um 20 Subs. Nico ist absolut insolvent. Das heißt, Nico muss das Ding eigentlich gewinnen. Perfekt, dass ich auf dem Spielmodus anhabe. Und ich habe keine Ahnung, wer Vokal ist. Und wer Two-Man. Ich schaue jetzt hier gerade einen zu. Vermutlich wird es schon per Facecamp sein. Maxi, absolut auf dem Spot. Und der erste Kill gemacht. Alter, das ist schlecht von mir. Wer ist rot? Das ist Maxi. Maxi ist rot, ja. Oh mein Gott, hier wird jemand Pops zu schauen, ein bisschen. Wie geht's eigentlich? Ja, das ist natürlich ein sehr guter Spawn. Es geht nur bis 10. Okay. Ja. Auf Kurzwahl 1, bei Nico schon absolut das Finanzamt Stuttgart mit der Entschuldigung. Nico überlegt schon die ersten Worte, wie er sich beim Finanzamt Stuttgart entschuldigen kann. Damit ich damit gegen kann. Oh mein Gott! Baba Gameplay von Maxi wird aber leider nicht belohnt an der Stelle. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was schöner wäre. Oh Mann! Nico absolut gepeger. Holy shit! Digga, er hat ja absolut ins Jenseits geämpft. Kann man doch nur schlecht sein. Oh, ich kletter, Junge. Maxi klettert und lehnt sich auch noch an. Angelehnt auf die Decke von dem Girl mit gepunktetem kleinen BTF. Von Nikos Facecam ist absolut mal wieder nichts gesehen. Das Buch ist offen auf Shipment. Und jetzt Nico absolut am Kämpfen. Holy shit, da bewegt sich gar nichts mehr. Ey, Bro! Und Maxi wird schon wieder bestraft fürs Klettern! Maxi, es gibt sowas wie Kletterstab, weil ich Klettern bin! Gabelstopper! Ey? Tim Gabel, auch bekannt als Gabelstab. Es bleibt spannend, 3 zu 4, alles ist noch offen, es geht nur bis 10. Wir gehen schon alle, wir gehen nur bis 20. Ohne Gabel! Mann! Da will ich auch mal ein dickes Free-Gabelstapler im Chat sehen. Die Aktion und Maxi immer noch hinten und Maxi wird immer noch belohnt dafür, dass er hinten bleibt. Das ist ja unglaublich. Ja, hier hat Maxi aber auch die Steps gehört. Okay. Es geht um 20 Subs. Es geht um 100 Euro. Ja, Nico! Hat einen Schlaganfall. Alles gut bei dir. Nico? Ich hab gerade woanders hingeguckt. Oh mein Gott, Nico hat absolut aufs Handy geschaut, da kamen die Nudes wieder von den ganzen Zuschauern reingeplattet. Sei ich und Maxi holt es 3 zu 8, das Ding ist gelaufen, das ist vorbei, es wird 2 zu 2 stehen. Okay. Maxi braucht 2 Kills, dann nimmt er das Ding absolut nach Hause. Maxi, erst mal ein Kill, Maxi holt ihn, er hat noch ein Kill für das Finale, für das 10 zu 4, für das 2 zu 2, für das Finale. King und Maxi Rot, es ist unglaublich, es wird 2 zu 2 stehen, es muss gespielt werden auf der fünften Map, Best of 5, es geht hier um 100 Euro, liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich wieder beim Turnier auf der Map, King. Und damit begrüße ich jetzt beim fünften Match alle Zuschauer, es steht 2 zu 2, es wird gespielt, Only Deagle, auf der Map, auf der OG-Map, King. King. Für Nico geht es um weitaus mehr als nur um den Win. Für Nico geht es um Nudes von Zuschauerinnen, von Emma X. Luis. Was? Bitte? Maxi, absolut am Sweaten. Komplettes Red Bull Team Österreich. Team Deathmatch. Für das Sponsoring. Get out there. Promote the company. Hier ist schon eine interessante Taktik. Wer steht denn da unten? Einer bewegt sich ja gar nicht. Er bewegt sich nicht. Wer hat denn Probleme? Ja, Nico. Er hat auch noch belohnt. Nico wird belohnt für das Baba Camping. Einfach am Spawn. Der Typ hat den Disconnect. Er war quasi gar nicht da. Holy shit. Hä? Sascha, siehst du nur die Map? Nee. Oh. Da
Ey, Junge, ich treff nix. Ich treff nix. Ich baue um die Ecke. Ich baue um die Ecke. Ah, Nico kennt nur die hintere Seite vom Game. Nico holt es 3 zu 2, es bleibt spannend auf der letzten Karte. Es geht um 100 Euro, es geht um 20 Subs für die Community. Der wurde spoliert, hat seine Community absolut nicht gegönnt. Und jetzt ist er ein Jump-Versuch. Und Maxi Bulls, zwar nicht im Jump, aber auf dem Boden geblieben. So kennt man Maxi absolut abgehoben, im Gegensatz zu Lazzo. Seitdem er TK Subs hat, ist dieser Mensch komplett anders geworden. Haben sich nicht gesehen für locker eine Minute. Jungs, seid ihr noch da? Und jetzt wird's spannend. Maxi absolut mit 2 PP-Schüssen, aber ein Hit hinterher. Jump runter, wieder abklettern. Maxi so kennt man. Und Nico wieder mit Max. Bro, das ist so lächerlich. Wie ist denn das nicht drauf, Mann? Oh. Ey, Junge, du liegst doch wie so ein PP-Ger, Junge. Ich seh dich nicht, weil ich im Scope bin, Junge. Und man kriegt die ganze Zeit die Emotion raus und wieder ein Baba-Hit. Oh mein Gott. Es wird sehr vorsichtig gespielt. Sehr, sehr vorsichtig. Jetzt sehen wir gleich wieder. Auf Land rennt. Oh mein Gott! 100er Prezi! 100er Prezi! Und Maxi geht wieder gleich voran. Und Maxi jetzt absolut auch am Baba Headwitch benutzen. Nachdem Nico wieder den Baba Headwitch in der Facecam auspackt. Natürlich wollen beide nicht laufen, sondern den anderen erst laufen sehen für den Vorteil. Jetzt müsste Maxi was gesehen haben, aber Maxi ist absolut blind. Maxi, hast du eine Brille? Wie kann man das nicht gesehen haben? Bro! Wo ist der? Und jetzt... Oh mein Gott! Long Range Hit von Nico. Wichtig! Das wird ein ekliges Duell. Und Maxi auch mit dem Baba Hit. Und jetzt wird es wichtig, dass Maxi seine Beine in die Hand packt für den Rush. Aber jetzt wäre es wichtig, dass Maxi mal seine Beine in die Hand nimmt für den Baba Rush. Oh mein Gott, Maxi! Aber warte, bis der Typ wieder volles Leben hat. Junge, wie viel Schnucks, Snowman? Genau so, wie man mit einer in die DM-Slides kommt für 150 der Welt. Das ist ein absoluter Gepäger-Buch. Passend zum Gepäger-Kampf. Junge! Schnuck doch nicht so viel, Mann! Ey! Er stückt mehr als jedes Girl, das Nico schon hatte. Junge! Meine Hand! Die Diegel ist wirklich eine Piste. Die hat eine sehr ungenaue Präzise. Es ist ein sehr spannendes Duell auf der OG-Map. Und Nico wieder das, was er am besten kann. Was Nico auch schon in diversen 1 gegen 1 öfters gezeigt hat. Und zwar einfach nur das taktische Warten. Oh, Baba Hit von beiden Parteien. Baba Hit von Oh mein Gott! Holy shit! Das war ein sehr wichtiger Kill. Damit ist Maxi noch 3 Kills entfernt bis zu 10 Kills. Bei 10 Kills ist das Match vorbei und wir haben einen Endstand von 3 zu 2. Für wen das so ausgehen wird, werden wir noch sehen. Wichtiger Hit auch von Nico gewesen. Einfach auch für Selbstbewusstsein mal reinhitten und dann wieder Death gehen. Das ist sehr wichtig. Nico steht unter Zugzwang. Der nächste Kill ist sehr, sehr wichtig. Oh mein Gott, wie konnte er ihn so hitten? Maxi absolut am Verzweifeln. Da würde ich mich aber auch erstmal wirklich sehr defensiv verhalten. Maxi absolut. Wie kann der das überleben? Es ist unglaublich. Und jetzt voller Angriff.
die Verzweiflung bei Maxi anzusehen. Er versucht über den Wallbang zu gehen. Oh mein Gott, Junge! Okay. Okay. Sehr, sehr wild. Wild, wilder dieser Schuss. Und damit ist nur noch ein Kill bis zum Gleichstand. Nur noch ein Kill für Nico und dann haben wir ihn 7-7 und es wird nochmal richtig spannend. Hey, Junge, wo chillst du, Mann? Ey, das gibt's nicht. Position da oben in Baba Headglitch. Oh mein Gott, wie die Frisur. So ist alle Position. Maxi mit dem verrückten 360 noch unten am Boden geblieben. Und jetzt haben wir dieselbe Situation wie vorher. Beide Spieler sehr defensiv. Beide Spieler warten, dass der andere Gegner sich bewegt. Und der wird dafür belohnt. Und Maxi holt es 8-6 und ist damit wieder 2 Punkte im Vorsprung. Unglaublich, was Maxi hier alles macht. Wie Maxi damit umgeht, dass Nico absolut seine Tastatur mal beiseite legt, beiseite legt! Which means I'ma do it till